Hi Kids und herzlich willkommen hier aus meinem Wohnzimmer. Wie ihr es bestimmt schon mitbekommen habt, geht es heute um die Person Maria Magdalena. Ich stelle mir Maria Magdalena als ganz normale Frau vor, die wahrscheinlich in einem Dorf gewohnt hat, dort auch gearbeitet hat und auch dort Freunde hatte. Und wir wissen allerdings gar nicht so viel von der Maria Magdalena, aber was wir wissen, das steht in Lukas 8, und zwar, dass die Maria Magdalena einen bösen Geist in sich hatte, bevor sie Jesus gefolgt ist, steht da drin, dass sie einen bösen Geist in sich hatte oder einen Dämon. Vielleicht kennen einige schon den Begriff Dämon oder wissen, was böse Geister sind. Das lesen wir immer mal wieder in der Bibel, zum Beispiel die Geschichte, als Jesus einen bösen Geist aus einem Mann austreibt und in eine Schweineherde rein, und die Schweineherde stürzt dann den Abhang runter. Genau, das zum Beispiel. Und so ein böser Geist hat auch in der Maria Magdalena gewohnt. Und ich stelle mir das immer so vor, dass wir zum Beispiel unser Körper, der ist ein Gebäude, der ist ein Tempel, so heißt es auch in der Bibel, unser Körper ist ein Tempel von dem Heiligen Geist bestenfalls. Aber quasi in unserem Körper, da wohnt etwas, da gibt es noch was Geistliches. Und bei der Maria Magdalena, da war das so, dass nicht Gott in ihr gewohnt hat, nicht Gott sie erfüllt hat und ihr Herz erfüllt hat, sondern eben im bösen Geist. Und deswegen ging es ihr wahrscheinlich auch nicht gut und genau, hat ihr Leben so gelebt, aber sie war nicht wirklich glücklich. Und dann kann ich es mir vorstellen, dass Jesus dann mit seinen Jüngern rumgezogen ist. Sie sind ja immer von Dorf zu Dorf und haben überall Reich Gottes verkündet und die gute Botschaft. Und dann sind die bei der Maria Magdalena im Dorf vorbeigekommen. Und ich glaube, Jesus hat es gesehen und wahrgenommen, dass der Maria Magdalena es nicht gut geht und dass nicht Gott in ihr wohnt. Weil ihr wisst ja vielleicht, Gott ist ein Dreieiner-Gott. Das bedeutet, es gibt Gott, den Vater, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, und Jesus, der auf die Erde gekommen ist. Und ich glaube, Jesus hat es gespürt, dass Maria nicht Gott in sich hat. Und dann steht da in Lukas 8, dass er sie von diesem bösen Geist, von diesem Dämon befreit hat. Jesus hat sie also befreit, also hat sie da in eine Freiheit gebracht, was eigentlich im Rückschluss auch heißen muss, dass sie davor gefangen war. Weil wenn er sie von irgendwas befreit hat, dann muss sie ja auch davor muss sie gefangen gewesen sein. Und ich glaube, uns geht es auch oft so, dass wir in bestimmten Bereichen wie noch so gefangen sind, wo Gott uns echt befreien möchte davon, wo wir wie so in Gefangenschaft leben. Also es ist schwer, wir sind wie eingesperrt, wir spüren da überhaupt gar keine Freiheit. Glaube ich, dass Gott uns wie eine neue Freiheit auch führen möchte in allen Bereichen. Und mir geht es auch so, ich habe Jesus angenommen für mein Leben, er wohnt in mir, aber in bestimmten Bereichen, da will ich ihn wieso nicht reinlassen und will für mich selber sorgen. Und dann passiert es, dass ich mich irgendwie unzufrieden fühle, dass ich genervt bin und ja auch zornig bin und immer nur an mich selber denke. Und ich glaube, Jesus möchte uns da befreien, so wie er der Frau, die Maria Magdalena, befreit hat, so möchte er uns auch in allen Bereichen in eine Freiheit führen befreien. Und ich glaube, wenn wir Jesus angenommen haben in unser Leben, dann zeigt er uns es auch auf, in welchen Bereichen wir da noch nicht ganz frei sind. Und es kann zum Beispiel sein, dass du mit deinen Geschwistern gestritten hast und ihr gerade gar nicht mehr miteinander redet, weil ihr vielleicht genau gestritten habt und du das jetzt gerade eher so ja lässt und sagst, es wird schon von alleine wieder losgehen. Oder wenn genau du Streit mit jemand anders hast oder total genervt bist und das Gefühl hast, du musst in der Schule oder im Kindergarten die ganze Zeit nur leisten und es macht gar keinen Spaß. Überall da möchte Gott dich befreien. Und eine Freiheit bringt mit sich, dass man fröhlich ist, dass man geduldig ist, dass wir einander lieben können, dass du deine Geschwister lieb haben kannst, dass du deine Schulkameraden und Schulkameradinnen lieb haben kannst. Das alles bringt so die Freiheit mit sich. Und ich will dir jetzt kurz
ein paar Minuten, ein paar Sekunden geben, wo du einfach mal Gott fragen kannst, wo bin ich gerade wie so in einem Gefängnis, wo bin ich gerade noch nicht frei? Und dann kannst du dir das einfach, und wenn dann irgendwie ein Bereich kommt oder ein Bild oder irgendwie ein Streit, dann kannst du dir das merken und dann beten wir jetzt gleich dafür. Wenn dir jetzt ein Bereich gekommen ist, eine Person oder eine Situation, dann möchte ich jetzt gleich für dich beten, weil das Schöne ist, bei Jesus, da ist immer Freiheit da und er will, dass du in allen Bereichen, sei Schule, Freunde, Familie, wirklich frei bist und ja, dann eine Leichtigkeit ist und du dich wirklich freuen kannst, auch über deine Geschwister, über deine Familie, über die Schule, über den Kindergarten. Und deswegen möchte ich jetzt noch kurz mit dir zusammen beten. Du kannst ruhig deine Augen schließen, du kannst deine Hände öffnen, also einfach für eine Empfangshaltung. Du kannst sie aber auch falten, wenn es dir leicht ist, so wie du möchtest. Jesus, ich danke dir, dass wir wirklich in allen Bereichen eine komplette Freiheit haben in dir und durch dich. Und ich bete, Herr, dass du wirklich einziehst mit deinem Heiligen Geist in jedes einzelne Kind. Und ich danke dir für die Bereiche, die jetzt gerade aufgeploppt sind, dass du die wirklich nimmst und wie so reinwäschst, dass du uns wirklich ablöst von diesem Bereich, dass du Frieden schenkst, dass du Vergebung schenkst, wenn es irgendwie Streitigkeiten gibt, weil du bist ein Gott der Liebe und der es liebt, mit uns versöhnt zu sein, der es liebt, wenn wir mit unseren Familien, mit unseren Freunden, wenn wir mit unserem Umfeld versöhnt sind. Und das bete ich her, dass du das schenkst, dass wirklich dein Heiliger Geist neu einziehen kann und in allen Bereichen deine Leichtigkeit und eine Freude herrscht. Amen.